So, schönen guten Morgen zur Wochenmitte. Gemischte Vorgaben heute für den DAX. Wir schauen zunächst mal in die USA. Da ist der Dow Jones um 250 Punkte nach unten gelaufen. Nicht erschrecken. Ja, es ist ein deutliches Rot gewesen, aber wir kommen gleich dazu, weshalb es zu diesem Rot gekommen ist. Hält sich da wirklich noch in Grenzen. S&P und Nasdaq ebenfalls etwas leichter, wobei der Nasdaq ja mehr oder weniger um die Nulllinie tendiert ist. Die größeren Werte waren etwas schwächer, aber sehr viele kleinere Nebenwerte, die gestern doch deutlich fester unterwegs waren. Dann müssten wir ganz kurz mal Asien eingeblendet bekommen und Sie sehen es, Asien, der Nikkei mehr oder weniger im Plus und der Hang Seng etwas deutlicher. China bleibt, wie gesagt, wegen der Feiertage noch geschlossen, aber in Hongkong wurde gehandelt. So, und damit kommen wir zum Bitcoin. Der ist heute Morgen wieder deutlich unter Druck geraten und irgendwie stimmt die Tafel hier, glaube ich, nur bedingt, weil das Minus, das ich vorhin auf der einen Bitcoin-Börse gesehen hatte, das war doch etwas deutlicher, -6, -7%, die wir hier gesehen hatten. Also können wir gleich zum nächsten weiterkommen. Ich hatte gerade gesagt, der Dow Jones minus 250 Punkte, ausgelöst von Walmart. Walmart ist ja bekanntermaßen der größte stationäre Supermarktbetreiber der Welt. Bis gestern noch relativ gut unterwegs, also auch hier diese Korrektur schön verarbeitet, ging schon wieder nach oben. 310 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, oder es waren 340 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, dann der Einbruch. Was ist passiert? Walmart hat Zahlen gemeldet fürs vierte Quartal und der Online-Handel, das ist ja das Wichtigste momentan, der wichtigste Wachstumstreiber bei diesen Traditionsunternehmen, da ist das Wachstum deutlich zurückgegangen. Lag er in den Vorquartalen noch etwa jeweils auf im Jahresvergleich um etwa bei 50%, hat Walmart jetzt nur 24% Umsatzsteigerung im Weihnachtsquartal melden können. Das Ganze vor dem Hintergrund Probleme, also Probleme im operativen Geschäft, so heißt das. Also es gab offensichtlich Schwierigkeiten, diesen Ansturm der Kunden auch zu verdauen und die Börse hat sehr schnell reagiert, -10% und -74 Punkte von diesen 250 ging gestern alleine auf das Konto von Walmart. Also insgesamt doch gar nicht so ein schlechter Tag, nur Walmart hat ordentlich eine mitgekriegt. Und das Spielchen kennen wir. Das sollte man sich jetzt etwas genauer anschauen, weil das könnte ein temporäres Problem sein. Das heißt, die Aktie könnte vielleicht nochmal nachgeben, in Richtung dieser 200-Tage-Linie laufen. Aber da es nur ein temporäres Problem ist, kann man davon ausgehen, dass sich die Aktie auch wieder erholt. Microsoft auf der anderen Seite war einer der Top-Gewinner im DAO. Es gab ja nicht so viele, aber Sie sehen, es läuft wirklich richtig, richtig gut für den ehemaligen Gates-Konzern, naja, der es ja irgendwie immer auch noch ist. Aber alles, was unternommen wurde, Cloud First, Mobile First, zahlt sich aus, Riesengeschichte. Und Microsoft wieder kurz vor dem Allzeithoch. Beim DAX sehen wir heute Morgen ja ein bisschen, wie gesagt, gemischte Vorgaben. Wir haben Asien im Plus, die Wall Street im Minus. Da ist der DAX ein bisschen richtungslos unterwegs gewesen. Etwas schwächer heute zur Eröffnung auf jeden Fall. Erwartet im Bereich 12.350, 70 Punkte, sowas. Da dürfte es in etwa rauskommen. Weiterhin hier oben die 200-Tage-Linie, die bei 12.750 Zählern verläuft. Das ist das Maß aller Dinge. Bei RWE haben wir eine Kaufempfehlung für die Aktie gesehen von der Commerzbank, Kursziel 19,30, also da hat man sich nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt, das wäre hier gerade so, dass wir die 200-Tage-Linie zurückerobert hätten, mal schauen, ob es reicht, um die Aktie heute etwas anzutreiben. Die deutsche Börse hat Zahlen vorgelegt, die waren im Wesentlichen im Rahmen der Erwartungen und ich habe es mir notiert. Der Umsatz 2,46 Milliarden und der bereinigte Nettogewinn bei 857 Millionen. Wie gesagt, das lag im Rahmen der Erwartungen, ebenso die Dividende, der Dividendenvorschlag 2,45 Euro. Und dann haben wir noch Medigene, die werden klinische Studien beginnen. Das dürfte die Aktie dann heute Morgen endgültig aus dieser Dreiecksformation, aus dieser Konsolidierungsformation rausführen und nach oben durchlaufen lassen. Sehr spekulative Geschichte, müssen Sie natürlich ein bisschen aufpassen, nur wenig Kapital. Aber sieht heute Morgen doch sehr gut aus. Und damit kommen wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franziska Schimke, die uns vielleicht noch ein paar Details geben kann für den heutigen Handelsstart.
Ja, aktuell ist ja so ein bisschen das Motto munter rauf und runter beim deutschen Leitindex. Am Montag haben wir verloren, gestern ging es dann um 0,8% nach oben. Das mit der 12.500-Punkte-Marke war aber nicht so ganz einfach. Die haben wir also nicht genommen, diese Hürde. Jetzt sollte man denken, wäre ja ein Ziel für heute. Wir haben aber die Vorgaben aus den USA und die drücken so ein bisschen auf die Stimmung. Und von daher werden wir wohl erstmal etwas schwächer in den Handel starten. Haben jetzt aber in der letzten Stunde schon im vorbörslichen Handel die roten Vorzeichen ein bisschen abbauen können. Also hauchdünner Optimismus ist da, dass wir das mit der 12.500-Punkte-Marke tatsächlich heute probieren. Vorgabenseite von Seiten der asiatischen Märkte gar nicht schlecht. China ist die Börse weiter geschlossen. Hongkong 1,6% im Plus, Nikkei 0,2% im Plus. Der Dow gestern im Minus. 1% sei ihm gegönnt. 6 Handelstage in Folge hat er zugelegt. Ein Wochenplus von über 4% eingefahren in der Vorwoche. Dass man das eben auch erstmal langsam wieder angehen lässt und auch mal Gewinne realisiert, passt schon auch irgendwie ins Bild. Jetzt darf man gespannt sein, wie man auf das FED-Sitzungsprotokoll heute reagiert und eben auf weitere Konjunkturdaten, die heute anstehen. Ansonsten das Thema hier, die deutsche Börse. Der Ausblick stimmt ganz zuversichtlich. War ja ein durchaus toughes Jahr für die deutsche Börse. Da gab es ja einige Schlagzeilen, die man verarbeiten musste. Jetzt ist das neue Jahr aber ja mit den Kursturbulenzen schon mal ganz gut angelaufen. Das dürfte vielleicht ganz versöhnlich stimmen. Ja, du hast es wirklich sehr schön ausgerückt und damit vielen Dank nach Frankfurt für diesen ersten Überblick. Wir werden uns dann natürlich um 14.40 Uhr wieder mit der amerikanischen Vorbörse beschäftigen. Wir werden mal schauen, wie das Ganze heute verarbeitet werden wird und ob sich die Wall Street vielleicht wieder fangen kann. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse und tschüss.